Alter. Okay, Bäume zählen auf jeden Fall jetzt nicht zu den Sachen, die ich hier. Dann dingseln muss. Aber Wege wahrscheinlich. Nee. Auch nicht. Bei, warte mal. Huch. Okay. Jetzt brauche ich den. Was? Gut, dass ich keine Ahnung habe von dem, was du da gerade so von dir gibst. Ich nehme es gerade eher zur Kenntnis. Huch. Sehr schön. Muss ich einmal gucken, wie es aussieht. So. Gut. Jetzt muss ich gucken. Nein, war nur Frikadelle. So. Von den Sachen brauche ich noch was. Ich auch nicht. Das, ja. Okay. Ich habe Fragen, Luna. Ah, Ganz die Sonne viele. glänzt fast so hell wie mein Geld. Ah. So. Den Braun brauche ich ein paar Mal. Habe ich noch irgendwas?
Okay, das andere muss ich halt wirklich selbst herstellen. Auf Wiedersehen und bis bald. Wo ist denn dieser Kamin? Na, kann ich den nur drin platzieren. Okay, den kann ich nur drin platzieren. Schade. Hätte cool werden können als Ofen oder so. Das will ich da das gar nicht reinstellen. Zweitens, sie haben eigene Musik dafür geschrieben, die echt gut ist. Ja, warum nicht, ne? So. Oh je. Yeah. Ich glaube, wir haben Schluck auf. Könnte das die Post sein? Ich bin gleich wieder da. Ich gucke einmal kurz, ob die Post jetzt da ist. Okay, es wird immer seltsamer. Es war die Post, aber sie ist vorbeigefahren.
Vor allem, die Lieferung erfolgt heute zwischen 13.05 Uhr und 14.35 Uhr. Der Postwagen, es soll ja mit der Deutschen Post kommen, ist gerade an mir vorbeigefahren. 5 Häuser weiter. Und steigt da halt aus und macht da das. Ich bin mir da nicht so sicher. Also für gewöhnlich, es gibt ja nur einen, also DHL und Deutsche Post kommen ja immer in einem bei uns. Ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber bei uns kommen sie auf jeden Fall immer zusammen. Und es gibt auch nur einen, der hier austeilt. Paket wie Post. Einen einzigen Postwagen. Und seine Route, also die Abschlussroute, ich kenne ja die austeilt, geht halt immer genau unsere Straße lang. Und meistens, wenn dann das Postauto in der Seitenstraße steht, macht sie Pause. Und wenn sie vorbeifährt, hat sie nichts für uns. Sie ist vorbeigefahren. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Zumindest nicht das, was von frisch ist. Ich glaube, es kommt nur noch mein Paket. Und das kommt aber jetzt irgendwann anders. Oder sie kommen beide gleichzeitig. Das kann natürlich auch sein. Wäre natürlich auch witzig. Aber, nee. Ich will gerade Macarena. Oh nö. Ich mag Macarena. So, das ist bewusst jetzt gerade anders. So, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. So. Kann ich auch irgendwie langsam gehen? Ich muss hier noch einiges herstellen. Damit ich es jetzt einmal mindestens hergestellt habe. Keine Ahnung. So, ich komme hier auf jeden Fall in die Felder rein. Das ist nämlich ganz wichtig. Dass ich hier überall reinkomme wegen der Bäume. Ich bin wirklich erleichtert, dass es hier so viele nette Leute gibt. Aber sieht doch eigentlich ganz nett aus, oder? Hier ist dann unser Garten.
So, jetzt ist halt nur die Frage. Ob ich jetzt schon welche hier hinziehen lasse? Ich meine, eigentlich Gofis Haus passt hier nicht so wirklich hier rein. Vajanas gehört sowieso an den Strand. Wird sich ja gar nicht drüber. Huch, kann nicht drüber streiten. Die beiden Häuser kommen hier, bleiben hier sowieso. Von denen kann ich nichts wegräumen. Das Haus würde ja hier hinpassen, ne? Oder was meint ihr? Das Haus passt doch hier hin. Hier möchte ich so eine kleine Großstadt haben. Wo ich damit hin will, weiß ich noch nicht. Das sind halt auch so kleine Vorstadthäuser. Wallys Haus würde halt, glaube ich, eher hier hinpassen. Könnte aber auch erstmal mit hier hinziehen. So. So.
Gut, ich brauche mehr von den Zäunen. Aber passt doch so, oder? Also gut, das passt gerade nicht zusammen. Ich glaube, das ist ein Bug. Bei EMT ist es doch noch. Die Zäune haben Bug. Ja, dann erstmal nichts. So, aber dann bis auf ein paar Pflänzchen. Überall habe ich das hier schon fertig. Und vor allem ist es jetzt halt auch ein richtiger Wald, ne? Da hinten ist dann, wie gesagt, das Wohngebiet. Muss ich noch gucken, wie ich das schick mache. So, und dann können wir quasi jetzt hier mit der Lichtung anfangen. Aber nicht mehr heute, glaube ich. Das können wir dann am Donnerstag machen. Jo. Ich will jetzt gleich echt mal gucken, wo das Paket bleibt. Und da meins ja auch bald kommt. Ja, gleich mal so in Richtung Feierabend gehen. Weil Frühstück ist heute nicht da. Wirklich. Müssen wir noch ein bisschen was machen. Inklusive Kisten packen. So weiter Kisten einräumen. Ich weiß nicht, wie das schaffen hier. Copyright Musik reinzupacken. Wer spielt Animals? Teuer Rechte für abverkauft? Wäre zumindest möglich. Jo. Ich meine, in manchen Sachen geht's ja. Ja, aber na gut, um die Seite aufzubauen, bedarf es ja trotzdem Geld. Rein theoretisch. Ich meine, das. Keine Website ist, glaube ich, so komplett kostenlos. Also, ja, also. Kostenlos angeboten, aber. Sagen ja trotzdem was dafür. Dass sie das so anbieten können. So, ich entferne hier einfach schon mal alle Bäume. Ich muss dann mal gucken, wie ich das hier am besten mache. Nein, weil ich hier noch nicht alles so entfernen kann, wie ich das entfernen will. So. Jetzt ist es sich komplett durch Werbung finanziert wird und sie an sich keinen Gewinn machen. Hier keinen Werk von den anderen künstlich machen.
Ja, aber trotzdem darfst du es ja eigentlich nicht verwenden. Es gilt ja dann trotzdem noch die DSGVO. Und die GEMA. Selbst wenn ich auf Twitch rein theoretisch kein Einkommen erzielen wollen würde und lizenzierte Musik spielen würde, wird es dennoch nicht akzeptiert. Ist ja bei YouTube genau das Gleiche. Nein, die DSGVO ist nicht die Straßenverkehrsordnung. Die Straßenverkehrsordnung müsste die STVGO sein. Nee, OGV. OGV. Ist die VOG, glaube ich, ja. Die DSGVO ist halt, dass du weder, also dass du Bilder und Ton nicht oder das G. Hä? Natürlich, das G ist doch da. Hä? Ist die VOG? Hä? Ist doch da. Ist die VOG? Hä? Das ist doch mit G geschrieben. Ach so. Wollte ich gerade sagen, weil du hast ja auch mit G geschrieben, deswegen. Okay. Ja gut, dann halt ohne G. Aber die DSGVO ist halt, dass du nichts ohne Zustimmung der anderen weitergeben darfst. Also auch Bild und Ton nicht. Rein theoretisch. Und dann kommt ja trotzdem auch immer noch die GEMA hinzu. Mit der Musik. Also selbst kostenlose Seiten dürften es nicht, wenn. Rein theoretisch. Es sei denn, man hat halt, wie gesagt, die Lizenz dafür gekauft. Was sie dann wahrscheinlich getan haben werden. Weil ansonsten dürften sie es ja nicht. Das ist ja genau wie bei Spielen. Wenn in Spielen ein bekannter Track von was anderem kommt, musst du es ja auch. Musst du die Lizenz ja auch dafür gekauft haben. Deswegen ja zum Beispiel ein Spiel, was ich ja sehr, sehr gern spiele, nicht mehr produziert werden kann, weil die Rechte dafür nicht mehr vorhanden sind, weil sie die Lizenz halt nicht mehr bekommen haben. Deswegen dürfen sie keine Herr der Ringe-Titel und so weiter mehr in ihrem Spiel verwenden. Ja, Also wenn, müssten sie es ja gekauft haben. Oder halt zumindest die Rechte dran haben, wenn sie das verwenden. Ansonsten ist es illegal. Rein theoretisch. Was die tun. Bitte wurde entfernt. Man muss keine Membership mehr kaufen. Auch sofort ist jeder Member. Okay. Solange du Spaß hast, kann ich in der Frage nicht. Ich bin happy, dass es da ist, ja. Wollte ich gerade sagen. Erfreue dich daran. Mein Spiel von damals gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, wie das hieß. Da musstest du damals so ein Stofftier verkaufen. So, kriege ich noch ein bisschen Thunfisch oder eher weniger? Kriege ich hier dann auch nur den das Grundzeug? Ne, hier kriege ich auch mein Kabeljau. Wow.
Wollt ihr die eigentlich Feierabend machen? War da nicht was? Oh. Rein theoretisch komme ich gerade eh nicht groß voran, zumindest nicht beim Event. Vor allem, ich brauche das hier halt noch. Dann geht's halt hier direkt weiter. Boah, am schlimmsten ist sowieso das hier. Da brauche ich alles von. Wirklich alles. Ich habe nur 28 Tage. Nicht jeden Tag Zeit zum Spielen. Also wahrscheinlich werde ich da gleich noch meine Zeit weiter reinstecken. Ich meine, die ersten drei Seiten habe ich komplett. Könnte mir jetzt auch. Ja, komm. Ich hole mir einmal. Dann kann ich mir zumindest das hier einmal holen. Dann habe ich auch die vierte Seite vollständig. Dann sind es nur noch zwei Seiten. Zwei Seiten. Oh Gott. Naja. Aber kriegen wir hin. Danach muss ich das hier sammeln. Gut. Jetzt will ich aber einmal gucken. Lieferung nachverfolgen. Gut, das Paket kommt tatsächlich bald an. Bin ich mal gespannt, wann. So. Will ich mal gucken.